Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will einen politischen Wechsel. Und das gut 4 Monate vor der Bundestagswahl. Das ergab eine Allensbach-Umfrage. Demnach wünschen sich über 60% der Befragten eine neue Regierung. Das ist der höchste gemessene Wert bei dieser Frage seit Anfang der 90er Jahre. Der wichtigste Kritikpunkt? Die Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Da wünscht sich die Mehrheit einen klaren Wandel. Darüber möchte ich sprechen mit Dr. Thomas Petersen, einem der Projektleiter am Institut für Demoskopie Allensbach. Herr Petersen, knapp 2/3 sind für einen umfassenden Regierungswechsel. Wie erklären Sie sich diesen hohen Wert? Also der Wert ist hoch. Es ist tatsächlich der höchste, den wir gemessen haben seit Anfang der 90er Jahre. Aber erst nicht Welten von Werten entfernt, die wir auch in früheren Jahrzehnten schon hatten. 1998 hatten wir mal 59%. Das ist praktisch das Gleiche. Warum ist der Wert jetzt so hoch? Das ist vermutlich eine Reaktion auf die, doch wachsende Ungeduld der Bevölkerung angesichts der Corona-Krise und der doch wachsenden Unzufriedenheit mit der Bundesregierung in diesem Zusammenhang. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die bei der Befragung herausgekommen sind? Das kann ich Ihnen so pauschal gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass wir in einer Situation sind, die sehr unübersichtlich ist und damit auch für Sozialwissenschaftler sehr interessant. Wir haben sehr bewegliche Parteistärken. Wir haben eine Bevölkerung, die sich gerade erst orientiert. Der Wahlkampf beginnt gerade erst. Und wir haben eine Situation, wie wir sie seit Gründung der Bundesrepublik oder nach 1949 nicht mehr hatten, nämlich eine Wahl, bei der kein Amtsinhaber antritt. Das ist auch ein Teil der Erklärung. So eine Situation hatten wir natürlich noch nicht. Wir wissen nicht viel, was im September sein wird, aber eins wissen wir, die Regierung wird sich ändern. Und in welchen Feldern wünschen sich die Befragten einen Kurswechsel und in welchen nicht? Ach, da haben wir die ganze Bandbreite der Themen, die in den letzten Monaten in den Medien diskutiert wurden. Die Umwelt- und Klimapolitik haben Sie schon genannt. Aber gleichauf liegt auch die Flüchtlingspolitik, das Thema Rentenpolitik, Bildungspolitik, Bekämpfung der Corona-Epidemie, Wohnen und Wohnungsmarkt. Alles Themen, bei denen rund 50%, etwas mehr als die Hälfte, sagt, da wünschen Sie sich eine Änderung. Das ist, wenn Sie so wollen, die ganze Bandbreite. Sie erkennen im Grunde, es ist nicht ein Thema, sondern es ist so ein allgemeines, spürbares Unbehagen. Und wie sind Sie bei dieser Umfrage vorgegangen? Sie meinen rein methodisch? Es ist eine ganz normale, repräsentative Bevölkerungsumfrage, wie wir sie einmal im Monat machen. 1.000 Befragte und ungefähr 1.024 genau, nein, 28. Repräsentativ für die Bevölkerung ab 16 Jahren. Persönliche Interviews, die Interviewer klingeln an den Haustüren. Das sind die gleichen Umfragen, mit denen wir auch die Parteistärken ermitteln. Und gibt es unterschiedliche Ergebnisse, Präferenzen, was die Regionen in Deutschland angeht, vielleicht zwischen Ost und West? Also es gibt immer noch gewisse Unterschiede zwischen Ost und West. Bei vielen Themen, weltanschaulichen Fragen, auch tagespolitischen Themen. Aber die sind mittlerweile eher gradueller als fundamentaler Art. Also das Thema Flüchtlingspolitik bewegt die Ostdeutschen mehr als die Westdeutschen. Da müsste man weit ausholen, warum das vermutlich so ist. Beim Klima- oder Umweltthema ist es umgekehrt. Also es gibt da gewisse Unterschiede, die Sie zeigen können. Die sind aber nicht riesig. Da reden wir von einigen Prozentpunkten, vielleicht auch mal 10. Aber es ist nicht so, dass da ein völlig anderes Bild entsteht, wenn ich mir Ost- und Westdeutsche getrennt anschaue. Und wie unterscheiden sich die Ergebnisse bei den demografischen Gruppen? Gibt es Unterschiede zwischen Jung und Alt, zwischen Männern und Frauen? Bemerkenswert wenige. Auch da vielleicht ein bisschen, was man erwarten würde. Flüchtlingspolitik beschäftigt die Älteren mehr, Klimapolitik die Jüngeren. Aber das ist alles nicht riesig. Wir sehen da man darf sich das nicht so vorstellen, dass da jetzt bestimmte Gruppen der Bevölkerung bestimmte Interessen verfolgen. Den Fall gibt es sicherlich auch mal, aber gerade bei so allgemeinen Themen im Vorfeld von Wahlen haben wir sowas wie ein gesamtgesellschaftliches Klima. Und das dringt in alle Ritzen. Das erreicht auch alle Bevölkerungsschichten. Und wünschen sich die Befragten eine klare Koalitionsaussage von den Parteien vor der Wahl? Also da gibt es in der Tat eine entsprechende Frage, nämlich ob man wissen möchte,
womit denn eine Partei, die man wählen soll, koaliert. Nach dem Motto, ich möchte bitte Klarheit haben, ja, wen ich da wähle. Und das sagt ein erheblicher Teil der Bevölkerung. Also sich sozusagen rausreden und sagen, ach naja, mal sehen hinterher, das ist aus Sicht der Parteien verständlich und auch taktisch manchmal sinnvoll. Aber also ein erheblicher Teil der Bevölkerung wünscht sich da schon größere Klarheit. Sie haben insgesamt 1028 Menschen befragt. Wie repräsentativ ist das denn überhaupt? Das wäre jetzt ein Methodenvortrag. Die Repräsentativität der Umfrage ist nicht von der Zahl der Befragten abhängig, sondern von der Art und Weise, wie man die Befragten auswählt. Ich kann immer nur einen winzigen Teil der Gesamtbevölkerung befragen. Auch mit dem größten Aufwand ist es immer nur ein ganz kleiner Teil. Also muss ich sicherstellen, dass die wenigen, die ich befragen kann, für die vielen, die ich nicht befragen kann, stellvertretend stehen. Darum auch dieser Begriff der Repräsentativität. Und darum muss man sicherstellen, dass die Befragtengruppe, die man da hat, so zusammengesetzt ist in ihren Proportionen, Alter, Geschlecht, Ausbildung und ähnliche Dinge, in den Grundstrukturen gleich zusammengesetzt ist wie die Gesamtbevölkerung. Da gibt es entsprechende Verfahren, wie man das macht. Und die absolute Zahl der Befragten sagt nichts über die Repräsentativität aus. Sie sagt aber etwas über die Präzision aus. Umfragen haben immer eine sogenannte Fehlertoleranz, eine gewisse unvermeidliche Unschärfe. Ich sage immer, das ist wie ein Fotoapparat, den man nie ganz scharf stellen kann. Und die ist wiederum von der Zahl der Befragten abhängig. Also wenn ich 1000 befrage, dann habe ich so eine Unschärfe von ungefähr 3 Prozentpunkten. Und wenn ich jetzt doppelt so großen Aufwand treibe und 2000 Leute befrage, dann sind es halt 2 Prozentpunkte. Aber grundsätzlich ist die Aussagekraft die gleiche. Glauben Sie, dass die Ergebnisse der Studie den Wahlkampf beeinflussen könnten? Nein. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstens, erfahrungsgemäß sind Umfragen eine Art der Information, die bei den meisten Bürgern nicht wirklich beeindruckend wirkt. Das bedauere ich manchmal, aber Zahlen sind was relativ Abstraktes. Zweitens ist das eine sehr kurzfristige Sache, das geht jetzt 1-2 Tage durch die Medien und dann kommt was anderes. Drittens, wir stehen ganz am Anfang des Wahlkampfes. Also das würde mich wundern, wenn nun just diese Umfrage besondere Wirkung entfalten würde. Das wäre das erste Mal, an das ich mich erinnern könnte. Wie bewerten Sie die Ergebnisse? Was sagt das über die Gesellschaft in Deutschland aus, nach über einem Jahr Corona-Pandemie? Wir sehen eine Gesellschaft, die allmählich die Geduld verliert. Wir hatten vor ungefähr einem Jahr, als das Ganze losging mit der ersten Welle, die Situation, dass die Bevölkerung angesichts der Bedrohung, die da von außen kam, sich hinter der Regierung versammelte. Das ist ein Effekt, den Sie auch international immer wieder sehen können. Übrigens auch der Grund, warum Diktatoren überall auf der Welt, sobald sie innenpolitische Schwierigkeiten kriegen, Kriege anfangen. Ja, weil das dann sozusagen einen Konflikt nach außen bedeutet. Und das schweißt eine Bevölkerung zusammen. Man redet auch etwas salopp von der Stunde der Exekutive. Und das haben wir gesehen vor einem Jahr. Die Bevölkerung versammelte sich hinter der Regierung. Die Popularität der Regierung nahm zu, auch der Regierungschefin. Die CDU/CSU schnitt auch besser ab in den Umfragen. Und das hielt sich im Grunde das ganze restliche Jahr. Drei Viertel der Bevölkerung waren über viele Monate mit der Corona-Politik der Regierung zufrieden. Ende des Jahres waren es immerhin noch 2/3. Und seit Jahresbeginn, und das hat sicherlich auch mit der Impfkampagne zu tun, seit Jahresbeginn kippt das und inzwischen überwiegen diejenigen, die nicht zufrieden sind. Also diese Stunde der Exekutive, das hält nicht ewig. Und wenn man dann merkt, es gibt auch Probleme und die Regierung macht natürlich in so einer Situation auch unvermeidlich Fehler und es läuft nicht so rund, wie man sich das vorgestellt hat, dann wächst allmählich die Ungeduld. Und das fällt natürlich der Regierung auf die Füße. Dr. Thomas Petersen, Projektleiter am Institut für Demoskopie Ansbach. Ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne.